Begonnen hatte alles mit der Baubesprechung in unserem Baucontainer, den wir im Grün außerhalb der Stadt aufgestellt hatten. Auftraggeberin war Sarah, eine Sporttrainerin. Nach der Besprechung gingen wir nach draußen, wo Buggy, der Schaufelbagger, und Heppo, der Hebekran, schon auf Wendy und mich warteten. Leo, mein Lehrling, war auch da. Was denn sonst? Ich bin wirklich gespannt auf dieses Projekt, Sarah. Super gespannt, Bob! Ja, klar. Wir sollen für Sarah eine 100 Meter lange Seilrutsche den ganzen Hang hinunterbauen. Sie muss so schnell wie möglich fertig werden. Sie gehört zu meinem Freiluft-Fitness-Programm, das heute Abend starten wird. Das Team Bob lässt dich nicht im Stich, Sarah. Super! Und wenn sie fertig ist, dürft ihr zuerst ins Tal runterrutschen. Fabelhaft! Ich saus los. Ich muss noch joggen, schwimmen und turnen vor dem Mittagessen. Wie sieht denn so eine Seilrutsche aus, Bob? Wir bauen eine Plattform da oben und ziehen dann das Seil den Hang runter. Und unten bauen wir eine Bremse, eine Matte und ein Netz für eine weiche Landung. Alle waren begeistert. Nur einer nicht. Heppo war als erstes aufgefallen, dass mit Leo etwas nicht stimmte. Alles in Ordnung, Leo? Klar. Alles gut. Wirklich, danke, Heppo. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Los ging's. Zuerst bauten wir die Plattform oben auf dem Hügel. Das Gerüst fertigten wir aus dicken Holzpfosten, die Mixi, die Wischmaschine, im Untergrund festbetonierte. Auf den Pfosten errichteten wir die Plattform. Sie war der Startpunkt der Seilrutsche. Hier musste natürlich auch das Stahlseil angebracht werden. Wendy und Leo hatten die Sache gut im Griff. Also fuhr ich mit Buggy schon mal den Hügel runter. Denn irgendwo musste die Seilrutsche ja schließlich auch enden. Gut, Buggy. Wir bauen jetzt die Bremse für die Seilrutsche. Du bohrst dafür Löcher schräg in den Boden, damit ich dann die Stangen so einsetzen kann. Kein Problem, Bob. Oh, ich habe nur noch einen Bolzen. Wir haben viele für die Plattform verbraucht. So, erledigt. Wendy, hier ist Bob. Hallo, Bob. Wir brauchen noch mehr Bolzen hier unten. Ich bring welche runter. Danke, Wendy. Leo, meinst du kriegst die Plattform hier allein fertig? Ich denk schon. Danke. Was kommt jetzt? Tja, wir sollten jetzt diesen dicken Pfosten hier einsetzen. Der ist wichtig für die Seilrutsche. Heppo hob den Pfosten an und Leo musste ihn genau in das Loch zielen, das Buggy vorbereitet hatte. So ein Pfosten ist ziemlich schwer und schwingt hin und her. Gar nicht so leicht, ihn richtig einzufädeln. Na komm schon, Leo. Noch ein bisschen nach links. Jetzt nach rechts. Jetzt ab nach uns. So. Mixi füllte das Loch mit Beton und schon war die Verankerung für das Seil fertig. Und schwupp ist alles erledigt. Leo wirkte gar nicht begeistert. Du bist so still, Leo. Was ist denn? Ich weiß nicht, ob ich wirklich ein guter Handwerker bin, Heppo. Ich kann noch nicht mal so einen Pfosten allein einsetzen. Das ist Unsinn. Du bist der beste Lehrling überhaupt. Sagst du? Leo hatte inzwischen das Seil auf dem Pfosten verschraubt. Allerdings hatte er ein paar Bolzen vergessen. Er war eben nicht bei der Sache. Ich gehe schnell runter zu Bob und nehme das Seil gleich mit. Kommst du, Mixi? Oh, ja! Ist wirklich alles in Ordnung, Leo? Du kommst mir heute so seltsam vor. Nein, nein, mir geht's gut, danke. Wirklich. Juhu, jetzt darf ich noch mehr Beton gießen. Von all dem, was da oben passierte, hatte ich nichts mitbekommen. Ich war ja mit Buggy dabei, unten am Fuß des Hügels die Bremse der Seilrutsche zu bauen. Und wir waren schon fast fertig. Es fehlten nur noch ein paar Bolzen. Aber da kam Wendy auch schon. Danke, Wendy. Nein, natürlich nicht. Dann bauen wir den Berg höher. Ich glaube, ein bisschen mehr kann ich schaffen. Hier kommt noch ein Stein. Jetzt kommt die nächste Schaufel. Von dem, was Buddel da anstellte, habe ich natürlich nichts mitbekommen. Ich war auf dem Weg zu Jenny. Als ich sie traf, war sie gerade am Telefon. Sie wirkte recht aufgeregt. Was?
Aber wir sind nicht fertig. Bob! Bob! Was ist los, Jenny? Es geht um den Bären. Oh nein, sag nicht, dass er nicht kommt. Doch, er kommt, nur er kommt nicht wie geplant nächste Woche. Er kommt schon heute. Was sollen wir nur tun? Mach dir keine Sorgen, Jenny. Wir liegen gut in der Zeit. Wir kriegen das Gehege rechtzeitig fertig. Und da kamen auch schon Wendy und Leo zurück. Schleppo, der Sattelschlepper, hatte Bäume und Sträucher geladen. Hallo, Bob. Wir haben ein paar Bäume mehr mitgebracht. Jemand konnte sich nicht zwischen den Bäumen entscheiden. Jetzt haben wir eben zwei. Und Brombeer- und Heidelbeerbüsche haben wir auch. Eine gute Wahl. Bären lieben Bären. Wir sind bald fertig, Jenny. Ich kann's nicht erwarten, es zu sehen. Buggy hatte in der Zwischenzeit noch mehr dicke Steinbrocken auf den Berg bringen lassen. Die oberste Ebene ragte nun gut 3 Meter höher in den Himmel als geplant. Hier kommt noch ein Stein. Als ich mit Wendy und Leo auf Schleppo um die Ecke bog, traute ich meinen Augen nicht. Der Berg war viel zu groß. Das Fundament war für diese Last nicht ausgelegt. Ich sah, dass die Stützwände langsam nachgaben. Nur noch eine klitzekleine Schaufel voll. Halt! Der Berg hält keine Steine mehr aus. Er stürzt ein Dino-Bomb. Die Erde von der Baustelle abzutransportieren. Hey, meine Freunde, könnt ihr mich abladen? Na klar! Endlich! Spart euch eure Kräfte auf und wartet auf Bobs Zeichen. Oh! Ich hatte immer noch Frau Baugroß am Apparat. So ein Handy war schon eine tolle Erfindung. Aber manchmal wäre ich doch lieber nicht erreichbar. Klar, das können wir natürlich versuchen. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Oh, hallo, Wendy. Ich habe eben zu Bob gesagt, wir können es uns nicht leisten, Zeit zu verlieren. Ich will das Hochhaus so schnell wie möglich sehen, ja? Das geht nicht so schnell bei einem Hochhaus, Frau Baugroß. Wir müssen tief graben, bevor wir nach oben bauen können. Ja, schön. Dann legt los. Worauf wartet ihr? Bis dann. Jetzt hält uns die Bürgermeisterin beim Graben auf, nur um uns zu sagen, wir sollen schneller graben? Tja, so war das eben manchmal. Aber jetzt konnte es ja losgehen. Buggy und Buddel standen schon in den Startlöchern. Hast du gehört, Buddel? Das war eine klare Ansage von der Bürgermeisterin. Lass uns graben! Lass uns sehen, wer schneller ist! Und schon waren die Motoren angeworfen. Buggy hob eine Baggerschaufel Erde nach der anderen aus. Buddel warf sich die Erde mit seiner Baggerschaufel auf seine kleine Ladefläche und brachte sie hinüber zu Schleppo. Als die Grube schon recht tief war, ließ Heppo Eisenträger hinab und Wendy brachte sie in die richtige Position. Sie stützten die Grube an allen 4 Seiten. Es dauerte nicht mal einen halben Tag, bis die Baugrube lang und breit und vor allem auch tief genug war. Okay, Team. Gute Arbeit. Sehen wir mal nach, ob die Tiefe stimmt. Schon wieder? Ja, Frau Bürgermeisterin, wir graben. Okay. Eine kurze Pause für alle. Oh, wir haben doch eben erst angefangen. Warum brauchen Menschen ständig Pausen? Wir Maschinen brauchen sowas doch auch nicht. Während ich in meinem Baucontainer mit Frau Baugroß telefonierte, schmissen Buggy und Buddel wieder ihre Motoren an. Sie konnten einfach nicht genug kriegen vom Buddel. Juhu! Schleppo war nicht so begeistert, als Buddel eine Fuhre Erde auf ihn ablud. Schleppo war einfach ein gemütlicher Typ. Was machst du denn da? Du störst mich in der Pause. Was? Pause? Die Erde muss weg. Auch Heppo gefiel der Alleingang der Schaufelbagger nicht so ganz. Es gibt immer einen Grund, wenn wir eine Pause machen. Oh.